Vor 2 Jahren war mein Jahresumsatz noch unter die 100.000. Wenn sich das die nächsten 2 Monate so weiterentwickelt, dieses Jahr versechsfacht. Ich bin Frank Jansen und ich bin der Inhaber von Frank Jansen Immobilien in Gerolstein. Ich habe mich schon fast 2 Jahre her damals für das Coaching entschieden, weil ich nicht zufrieden war über meine damaligen Ergebnisse. Vor dass ich die Heinz kennenlernte, habe ich es so gemacht, wie alle anderen Makler es machen. Das bedeutet erstmal keine professionelle Marktwertermittlung, geschätzte Kaufpreise zu hoch angesetzt, mit immer die Gedanke, wenn ich es nicht verkaufe, dann kann ich ja mit dem Preis runtergehen. Das bedeutet, dass man eine langere Vermarktungsdauer hat, viele einzelne Besichtigungen, Preis muss gegebenenfalls nach unten angepasst werden und ausnahmsweise wurde Objekte mal nicht verkauft. Und für mich, auch wenn ich es so gelernt habe bei einem anderen Makler, für mich war das nicht cool. Und deswegen war ich auf der Suche nach einer Antwort. Aber damals kannte ich das Antwort noch nicht, aber ich wusste, so muss es nicht sein. Das Coaching konnte mich helfen, weil ich habe meinen kompletten Geschäftsbereich neu gestaltet. Meine komplette Vorgehensweise ist grundlegend geändert. Es fängt natürlich an mit zu verstehen, dass wir 3 Geschäftsbereiche haben: Marketing, Einkauf und Verkauf. Und jetzt hat im Verkauf zum Beispiel das ganze Verfahren sich komplett umgedreht. Und früher hatte ich auch viele Objekte im Bestand. Ich hatte damals zwischen den 15 und 20 Objekte in der Vermarktung und einen Assistent. Jetzt habe ich weniger Objekte, aber die gehen alle viel schneller weg. Und in diesem Sinne hat auch mein Umsatz ist auch gestiegen. So, die Vorgehensweise ist komplett anders im Verkauf. Und auch die Einkaufstermine, die Gespräche mit dem Verkäufer, die sind viel überzeugender, die haben einen Inhalt. Vor 2 Jahren war mein Jahresumsatz noch unter die 100.000. Und ich bin jetzt, die waren damals 90.000 oder 95.000 in einem Jahr als Einzelkämpfer quasi. Und der hat sich, wenn sich das die nächsten 2 Monate so weiterentwickelt, dieses Jahr versechsfacht. Ich hatte vorher einen Mitarbeiter, auch wieder auf die traditionelle Methode. So eine Einzelperson, die nur die Besichtigung gemacht hat für einen Teil der Provision. Jetzt habe ich 3 Vollzeit engagierte Leute, die das ganze Prozess kennen von A bis Z. Und zusätzlich habe ich noch eine Aushilfe für die Flyerverteilung. So mit mir dazu sind wir insgesamt 5 Personen. Also ich habe Ende September letzten Jahres angefangen. Im Januar sind wir hier in das neue Bürogebäude gegangen. Im April hat dann schon die nächste, dann kam die nächste im Juli. Und zwischen April und Juli kam schon die Flyerverteilerin. Also das ging relativ zügig, ja. Durch Heinz sind wir ja so, wie wir jetzt sind. Ja, also Frank hat angefangen als Einzelner. Dann war ich seine erste Mitarbeiterin. Jetzt sind wir ja mehrere. Also das ist schon ein Verdienst von Heinz. Ich glaube, wenn Heinz nicht gewesen wäre, dann wäre Frank jetzt, glaube ich, nicht so groß und auch so zufrieden mit dem, was wir tun. Ja, doch Heinz ist präsent und das sollte er auch so sein, ja. Weil ihm verdanken wir das ja hier. Das Büro vorher, ich habe natürlich die ersten 2 Jahre bin ich zu Hause angefangen, an den Wohnzimmertisch. Und ich bin fast seit einem Jahr in ein neueres Büro. Und jetzt haben wir auf 2 Ebenen 200 Quadratmeter. Ich bin 100% immer Expert geworden. Ich lerne fast jeden Live-Call wieder ein kleines Erkenntnis, ein kleines neues etwas dazu. Wenn nicht von Heinz, das sind die Erfahrungen von den oder Ideen von den anderen Teilnehmern. Das ist meine Arbeit, das Teilnehmen an den Live-Calls. Weil als Unternehmer muss ich mich beschäftigen mit der strategischen Weiterentwicklung von meinem Unternehmen. Ich war auf der Suche, ich wusste nur nicht, was. Und ich hatte mich auch mal an einem anderen Seminar orientiert, aber das war für mich klar, das ist nicht, was ich suche. Und Heinz ist einfach das Unbekannte, was ich gesucht habe. Das Coaching von Heinz hat mich von Anfang an überzeugt über den Inhalt und die Qualität. Da gibt es für jeden möglichen Schritt
eine Anleitung, eine bestimmte Vorgehensweise, ein Video dazu. Ich kann der Heinz jede Frage stellen, jede Herausforderung an die Füße legen. Und ich beobachte das schon fast 2 Jahre. Sie hat immer auf alles das perfekte Antwort. Der Heinz kennt sich mit allen Umständen aus. Er ist aus meiner Sicht der meist erfahrene Coach in Deutschland. Heinz ist nicht nur cool, der ist einfach großartig. Weil was er erstellt an Unterlagen, ist so umfassend und so komplett. Aber nicht nur das, er hat auch eine Leidenschaft. Weil mein Erfolg ist sein Erfolg. Und das ist nicht nur eine Aussage, so ist es auch gefühlt. Die Vorteile ist, dass man eine klare Orientierung hat. Und da sind so viele Fragen, die immer auf uns zukommen. Soll ich Mitglied werden bei diesem Verein? Soll ich das tun? Soll ich das tun? Und Heinz hat durch seine über 30 Jahre Erfahrung schon mit all diesen Themen gekämpft. Er hat alles schon gemacht und sich alles schon fast einmal überlegt. Ich bin jetzt fast 2 Jahre dabei. Der ist kein Thema, wo Heinz sich nicht mit auskennt. Und wenn du neu bist in diesem Geschäft, da kommen ja immer Sachen auf dich zu. Und wenn du so mit bestimmten Fragen kämpfst, soll ich das machen, soll ich das machen, dann ist Heinz da und er ist auch eine klare Orientierung. Und er sorgt auch für diese Leitplanken, dass man immer auf der Spur bleibt und dass man nicht abwandert und zu viel Zeit verliert mit Sachen, wo du dich nicht mit beschäftigen solltest. Ich bin vor 2 Jahren angefangen mit 90.000 Umsatz, bin jetzt auf das 6-fache. So, ich habe damals das Geld investiert, um so erfolgreich zu werden. Und wenn ich jetzt aussteige, dann bleibe ich auf dieses Level hangen. Das ist einfach so. Und wenn ich dabei bleibe, dann werde ich mich weiterentwickeln. Dann wird mein Umsatz sich nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Da gehen Türen auf, wo ich jetzt noch nicht mal von weiß, dass die Türen existieren. So, das ist eine Entscheidung, die man trifft, will ich auf dieser Ebene hängen bleiben. Ja, dann kann man, das ist eine klare Entscheidung, aber ich würde mich da nicht so weiterentwickeln, als wenn ich im Coaching bleibe, mich überraschen lasse, über was die Zukunft alles bringen kann. Was unterscheidet Heinz? Ich denke, seine Leidenschaft. Sein Erschaffungsmodus und Leidenschaft. Er war als Makler erfolgreich, weil er sich um die Interessen der Kunden gekümmert hat. Und er ist jetzt auch erfolgreich als Coach, weil er sich auch um die Interessen seiner Coaches kümmert. Und durch diese Leidenschaft und diese unfassbare Energie, der diesen Mann hat, der hat immer gibt er Vollgas. Dadurch unterscheidet er sich mit Kopf und Schulter, steckt er über die anderen raus.